Ja, Corona beherrscht weiter die Straßen. Alle Menschen sitzen zu Hause. Finde ich erstmal echt geil. Die Städte sind echt geil näher gebrannt, zumindest bei mir hier auf der Ecke. Ne, man sieht ab und zu mal jemanden auf dem Wall, das ist relativ unbedenklich. Die latschen da alleine lang, halten sich also auch alle an die Maßgaben. Ich find's geil und trotzdem spiele ich jetzt weiter Satisfactory. Also, kommt mit. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir haben beim letzten Mal unsere Kohlekraft hier ans Rennen gebracht. Und ich habe mich kurzfristig dazu entschlossen, das aktuelle Video ein bisschen früher hochzuladen. Und der Thorsten hat da wieder drunter kommentiert und hat mir vor allem eine coole Sache gesagt. Ne, und das ist das hier. Das Durchrutschen. Jetzt funktioniert es natürlich nicht. Ey, wie gut ist das? Ich muss hier nicht unnötig irgendwelche Wege bauen. Das finde ich schon mal absolut genial. Ja. Und damit bin ich hier schon mal eine Sorge los. Wir haben jetzt Massenstrom. Und ich werde gleich mal eine Frage beantworten, die mir Thorsten tatsächlich nicht beantworten konnte. Denn rein theoretisch müsste diese Pumpe hier komplett überflüssig sein. Denn das Wasser kommt von da oben. Was macht die Schwerkraft mit Wasser? Richtig, sie zieht es nach unten. Ne, was tut der Wasserdruck in diesem Rohr? Er müsste es eigentlich wieder hochdrücken. Also werde ich jetzt einfach mal versuchen, diese Pumpe hier abzureißen. Und durch ein blankes Stück Rohr zu ersetzen. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Zack. Und dann schauen wir mal. Na, sieht gar nicht schlecht aus. Sieht auch hier nicht schlecht aus. Und sieht auch hier bombastisch aus. Geilo. Eine Sorge weniger. Ne, es wäre auch eigentlich totaler Blödsinn, weil der Druck vom Wasser, Handy, Hals, Maul, ne, jetzt die ganze Zeit hier rumpiepen, ist gerade eine scheiß Idee. So. Ne, also es kommt irgendwie von 20 Meter Höhe und schafft es dann nicht hier die anderthalb oder zwei Meter, naja, ein bisschen mehr ist es wohl. Ah, sagen wir einfach mal 3 Meter Steigung wieder zu überbrücken. Das wäre hirnrissig. Aber es läuft. Super gut. So, das heißt, da wir jetzt wieder genug Strom haben, können wir endlich mal die Produktion wieder ausbauen, ne? Wir wollen ja hier auf keinen Fall Stillstand haben. Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen tacken. Was haben wir denn hier? Die Fließbänder Mark II. Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Aber da würde ich erstmal drauf verzichten, glaube ich. Und wird hier, oder? Denn bei Logistik Mark 3, ne, ich meine, die Förderbänder Mark 3 stellt man nachher aus Stahlträgern her oder aus irgendwas aus Stahl. Und dann würde ich nicht einmal erst durch 2er ersetzen, sondern gleich auf 3er gehen nachher. Und würde erstmal gucken, dass ich hier unsere Stahlproduktion hochkriege. Und dafür werden wir erstmal anfangen, den Scheiß rüber zu schaffen. Zack, zack, zack. Machen wir die 1000 schon mal zusammen, das ist ja irre. 300 sind auch kein Ding. 150 Rotoren, die vielleicht schon eher. Und modulare Rahmen haben wir auch nicht so viele. Die produziere ich, glaube ich, noch gar nicht. Vielleicht können wir damit mal anfangen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Wie baue ich den modulare Rahmen? Ich guck mal gerade. Die Dinger werden jetzt zukünftig irgendwie immer wichtiger werden. Modularer Rahmen aus verstärkten Eisenplatten und Rohren. Ey, das ist ja scheiße. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Muss ich mal gerade gucken. Dass die verstärkten Eisenplatten schon wieder weiter verarbeitet werden. Die haben gleich zwei Verarbeitungssachen. Das sind normale Eisenplatten. Genau, hier werden die verstärkten Eisenplatten gemacht. So. Hier wird die Hälfte abtransportiert. Warum läufst du so schlecht? Nee, du läufst volle Lotte. Es braucht einfach nur so ewig lange. 5 Teile pro Minute, das ist nicht die Welt.
Wie viel sind hier jetzt eigentlich mittlerweile? Hier steht schon alles voll mit Rotoren und hier liegt schon alles voll mit Eisenplatten. Das ist ja erstmal super. So, das heißt, hier neben würde ich dann wahrscheinlich... Mach ich es hier neben? Wie mache ich das? Hier hin. Ja, hier hin. Ne, wir haben nämlich genug Eisenstangen. Werde ich dann die modularen Rahmen setzen. Das machen wir einfach mal. Mal gucken, ob das klappt. Der Manufaktor. So rum will ich nicht haben. Ich will den auch so rum. Der Platz wäre dann hier. Leicht versetzt auch. Oh, mir fehlen Rotoren. Die holen wir da erstmal. Müssten wir... Ja, ein paar haben wir. Tatsächlich nicht genug, um unser Ziel abzuschließen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber egal. So. Setzen wir dann hier hin. Ja. So. Und dann zweigen wir das nämlich einfach von hier oben ab. Da hat mich doch gerade einer angefaucht. Warst du das? Ich wüsste gerade nicht, wer sonst. Mal schön die Füße stellen, mein Freundchen. So, dann packen wir nämlich da oben so einen Splitter ran. Wo haben wir sie? Da. Förderband Splitter. Gucken, dass wir den hier sauber rankriegen. Das sollte sitzen. Klick. So. Dann gehen wir mit der 4 hier erstmal rüber. So. Bis da nach oben. Wir gehen da ran. Und... Ja, wie machen wir das? Wir gucken mal, ob das so klappt. Von hier nach da, das sieht gut aus. Von hier. Und das ist auch sauber. Hm. Dann kann ich hier wieder nicht langlaufen. Das ist das, was ich eigentlich nicht will, ne? Das ist ja das, was ich eigentlich nicht will. Wir machen so. Hier machen wir weiter so. Dann gehen wir hier ran, dann gehen wir da ran und hier geht er runter. Sauber! Das ging fix. So, jetzt brauchen wir von hier hinten noch ein paar Eisenplatten, Eisenstangen. Die nehmen wir diesmal von oben. Echt jetzt? Ach, das nervt, ey. Jetzt mal den wegnehmen. Den einmal rumdrehen. So. So. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Und dann... ja, machen wir hier. So. Dann machen wir... So. Eins hier hoch. Scheiße. Hier brüllt mich doch die ganze Zeit irgendein Vieh an. Ist das richtig? Ja. Dann gehen wir hier rüber. Dann gehen wir hier rüber. Halten uns hier den Laufweg frei. Und haben dann hier... Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Wenn das denn mit dem Gefälle klappt. Obwohl, was soll das? Nee, nee. Wir gehen einmal davor. Und versuchen das nochmal.
So. Das gefällt mir besser. So. Dann haben wir das tatsächlich alles da. Hier müsste das Fließband schon fast vorliegen. Sehr schön. Dann können wir die schon mal auf modulare Rahmen stellen. Der macht eh nur 2 Teile pro Minute. Meine Fresse. So. Jetzt braucht das gute Stück noch Strom. Der kommt aktuell von da. Und steht... Ja, hier so zwischen. Machen wir hier auch. Genau auf die Mitte kriegen wir ihn gar nicht. Na egal. Aber so auf die Mitte kriegen wir ihn. So, du nach da. Und du gibst das bitte hier rüber. Danke. Und dann sollte die Hütte schon laufen. Dann kriegst du noch einen Container hinten ran und dann ist die Welt in Ordnung. Der aber ein bisschen weiter nach vorne muss. Das stört mich minimal, aber okay. Ich lebe damit. Lagercontainer. Obwohl. Kann ich damit leben? Ich glaube ja. Ich glaube, ich kann damit leben. Nicht gut, aber ich kann. Und ich glaube, die stehen so, damit das gerade zuläuft. Ja. Ja, sauber. Dann haben wir hier unsere 3 Manufaktoren. Zack, zack, zack. Alles einwandfrei. Könnten wir eigentlich mal ein Gebäude rumziehen bei Zeiten. Der Shit. Das läuft wie geschnitten Brot hier. Achso, das war mein Zwischenlagerungscontainer. Na Mensch. Wollen wir den gleich aufräumen? Ja, zumindest die Schrauben können wir mal wegmachen, ne? Das passt gerade so schön. Die werden da hinten produziert. Zack. Und sind auch gar nicht mal so voll. So, 500 behalten wir auf Tash. Sieht doch gut aus. Wie viel sind die unten drin? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Produktion richtig hinterherkommt, aber das wird schon. So, die Eisenstangen sollten in dem Fall hinterherkommen. Die produzieren wie blöd. Obwohl, die gehen schneller raus als rein, wa? Was ist denn hier los? Na nü. Das ist ja nun nicht die weltgrößte Produktion. Kommen die denn her? Die kommen von unten. Scheiße. Wir haben die eigene Fabrik noch nicht vor Augen gehabt, ne? So, hier kommen die Stangen her. So voll ausgelastet. Du bist voll ausgelastet, du bist voll ausgelastet. Entsprechend dürfte sich hier alles stapeln. Yo. Wie lösen wir denn das Problem? Eigentlich müssten wir hier nochmal Eisenstangen nachlegen. Kriegen wir das alles ein bisschen gestaucht? Ich glaube, wir kriegen das alles ein bisschen zusammen. Den setzen wir näher ran. Den setzen wir hier nämlich noch einen hinter. Wir probieren das mal. So, Produktion. Denn wir haben ja wesentlich mehr Eisen, als wir... Hier. Als wir Dings haben. Wesentlich mehr Eisen... als wir Eisenstangen produzieren können aktuell. Machen wir nämlich so. So, du machst schon mal Eisenstangen. Du bekommst von hier deinen Strom. Dann nehmen wir das einmal weg. Dann kommt hier hinter gleich noch ein Konstruktor. Der von irgendwoher natürlich seinen Kram kriegen muss. So und einmal so. Einmal weg. Und einmal... Ah, fuck. Schade. Gut. Wir probieren weiter. So.
So. Das Ding kommt nochmal weg. Einmal weg. Einmal. Es ist einfach alles zu eng. Okay. Du wanderst nochmal ein Stückchen weiter nach hier. Nicht zu viel. So. Dann gucken wir nochmal. Jetzt passt das. So. So weit, so gut. Jetzt ist unsere Straße hier, die wir in der Mitte freihalten wollen, natürlich irgendwie voll für den Arsch. Kriegen wir hier noch ein Fließband lang? Wir probieren das mal. Hier mit Wandhalterung bitte. Einmal gedreht. Ah, passt wegen dem Konstruktor nicht. Okay. Kommen wir denn so da lang? Einmal weg. Kommen wir dann vorbei? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gut. So, der sollte dann ja... Passt hier überhaupt ein Splitter? Passt nicht mal ein Splitter zwischen. Das können wir uns alles klemmen. Wir müssten das ja irgendwie noch aufteilen. Okay, das ist soweit erstmal dumm. Wir kriegen hier nicht noch mehr reingequetscht. Zumindest nicht in dem Maß, in dem ich das bräuchte. Was wir mal versuchen könnten, ist das Ganze ein bisschen... breiter zu machen. Weiterhin dahin, da bauen wir wieder eine Wand erstmal. So. So, du machst hier weiter Eisenstangen. Auf geht's. Kriegst natürlich noch Strom. Und dann geht's weiter. So, wie machen wir das? Wie sieht denn das hier außen aus? Ja, wir bauen hier einfach an. Oben ist schon voll. Ne, hier kommt einfach ein Splitter ran. Das gleiche hier. Dann setzen wir die genau übereinander hin. Tütüdü. Organisation. Na, bin ich jetzt blöd? Logistik, da ist es. Fördermann Splitter. Der kriegt hier rein. Zack. Das habe ich mir schon gedacht. Dann setzen wir den da einfach direkt ran. Zack. Dann geht das hier. Mal sehen, klappt das? Na? Nö. Klappt natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Nochmal den blöden Splitter. Nochmal direkt hier ran. Einer zwischen frei. Dann sitzt das da und da auf. So klappt's. Sehr schön. Können wir hier einmal rausjagen. Das gleiche machen wir hier. Fördermann Splitter. So nah wie möglich. Zack, zack. Zack, zack. Und dann bauen wir da nämlich einmal ein Fließband drüber. Ach, scheiße. Ach, komm schon. So, das wäre dann genau hier. Nochmal weg und nochmal weg. Nochmal den Splitter dahin. Ja, genau, da geht natürlich nicht, ne? Doch. Ja, sauber. So, so. Und so, so. Und dann war das blöde Ding zu klein. Wir gucken mal gerade, wie es aussieht. Nö. Perfekt. Jetzt ist ja der Shit.
Kommen wir da drunter durch? Wir kommen da drunter. Naja. Geht so durch. Moment. So. Und von da. Das ist doch dumm. Das macht ja gar keinen Sinn. Weg damit, weg damit, weg damit. Dann nochmal so. Ja. Dann den Splitter dahin. So. So, so. Und dann daran. Tada! Das läuft. Ich sag's euch, das wird gut. So, hier noch ein paar Fundamente ran. So viel brauchen wir tatsächlich gar nicht. Ne, wir bauen hier ein bisschen gedrungener, glaube ich. Obwohl, wir können die hier einfach eigentlich hier hinten auch wieder fusionieren, ne? Dass wir die hier nämlich einmal wieder zusammenlaufen. Ja, das machen wir. Ne, das wird zwar erst so richtig lohnenswert, wenn wir nachher die besseren Förderbänder haben, aber das ist gar nicht so wild. Ich glaube, damit kann ich leben. So, das da oben muss weg. Und dann kommt hier noch ein Konstruktor neben. Zack, zack, zack. So nah ran, wie es geht. Und so passig wie möglich. Ja, so sitzt der andere auch. Und gleich nochmal rein. Zack. Der kommt hier ran. Nee. So ist das gut. So. Hier das gleiche in grün. Na komm. Dass man das nicht machen kann, wenn da unten, oder so beschissen machen kann, wenn da unten einer steht, ne? Nervt ein bisschen. So, dann geht's nach hier. Von hier nach hier. Und von hier nach hier. So, dann brauchen wir hier noch irgendwo hier Strom. Das reißen wir einmal weg. Dann kommt hier einmal Strom hin. Zack. Einmal Strom rüber. Davon kriegen die beiden und der hier auch noch. So. Passt. Dann macht ihr beiden Stangen. So. Die wiederum nachher hier hinten zusammenlaufen. Ich weiß noch nicht, auf welche Höhe. Wie schnell kommen wir denn hoch damit? Geht das? Ja, sauber. Das ist ja herrlich. Das gleiche machen wir hier. So. Und dann müssen wir das hier tatsächlich wegreißen. Und dann muss ich mir was überlegen, wie wir das hier mit rankriegen. Obwohl, eigentlich auch nicht. Eigentlich können wir da doch jetzt einfach einen Fusionator ansetzen. Kurve des Förderbands zu eng. Na super. Und hier kann man wahrscheinlich
So, Wand. Nehmen wir hier wieder einen mit Haltung. Das, nee, das wird nie was. Nee. Das ist schon mal nix. Können wir da einen Fusionator ansetzen? Jo. Ja, Wucht und Tüten. Dann machen wir da wieder eine Wand dran. Wo ist sie? Da ist sie. Zack. Ne, das ist ja auch Blödsinn. Da darf gar keine Wand hin. So, und den kriegst du nämlich von hier. Und du am Ende von hier. Wie machen wir das? Moment. Das wäre dann so. Dann haben wir den hier. Dann haben wir wieder einen Fusionator. Und zwar auf der Höhe da. Klick. Und dann kriegst du von hier. Und von hier. Und dann läuft das hoffentlich. Mal gucken. Da sind noch so viel. Und ja, da geht das jetzt eng auf eng, ne? Läuft doch. Aber besser wäre, wenn es da hinten läuft. Moment. Eigentlich brauchen wir da noch einen Fusionator. Denn alles in einen reinklatschen ist ja auch mal reichlich dämlich. Genau. So, der geht dahin. Das kommt nochmal weg. Das auch. Das können wir von der Sache her so lassen. Dann geht der da an. Und dann glitscht mir das zu sehr. Nee, das finde ich doof. Das nervt mich. Also von der Sache her geht's, aber das kleine Eckchen da, das macht mich kirre. So. Das wäre dann die 3. Da machen wir auch so ein Tor, glaube ich, rein. Geht auch nicht. Na, das ist ja mal ätzend. Kann ich da sowas ransetzen? Das geht. Dann geht das auch. Aber das geht nicht. Das ist, glaube ich, noch nicht so schlimm. Dann machen wir nämlich so, so und so machen. So. Und dann. Quatsch, immer noch richtig. Förderband Fusionator. Ach, das ist da wieder ein Weg. Scheiße. Wie mache ich denn das? Das geht nicht. So, okay, die gehen darüber. Die von da und von da kommen noch keine. Ich krieg die ja nicht aneinander vorbei, wa? Wenn ich hier nochmal einen Fusionator nebensetze, kann ich nur draufsetzen. Ja, scheiße. Das bringt mir nichts. Ich kann da einen ransetzen. Okay, ich probiere mich einfach gerade mal durch. Wir probieren das mal aus. So. Dann könnten wir von da die dahin machen.
Es ist alles zu weit aufeinander. Das ist scheiße. So, von hier kommt ihr erstmal dahin. Und von da kommt dahin. So, dann läuft das weiter. Da kommen von da welche. Ich bin Idiot. Ich bin ein richtiger Idiot. Ich kann doch einfach... Warum mache ich mir das so schwer? Ich kann auch da einen Fusionator ansetzen. So. Kommt das nämlich einfach weg. Wir machen so. Ja. Das finde ich viel besser. So, dann kommt nämlich hier nur... Tüdelütüdü. So einer hin. Wieso geht denn das jetzt nicht? Achso. Das nochmal weg. Dann kommt der hier. So, von da. Da kommt erstmal der Fusionator hin. Moment. Ne, warum eigentlich? Ein Blatt hier rüber. Was jetzt natürlich schief ist, das ist ja. Höllen! Meine Güte! Das ist auch schief. Das heißt, der nochmal weg. So, so, so. Ist das gerade? Dann den blöden Fusionator. Rödel, rödel, rödel. So. Zack. Na, geringfügig daneben. Nochmal. Ich bin ja manchmal Perfektionist, ne? So. Läuft da irgendwas? Okay. Die gehen logischerweise noch nicht weg. So, jetzt können wir da wieder eine Wand hinsetzen. Wo sind sie? Hier. Das wird nicht passen. So, dann sind wir schon mal da dran. Und von da aus wieder... Den kann ich mir dann sparen. Und dann gehen wir so. Dann haben wir die schon mal zusammen. Jetzt müssen wir nur hier fusionieren. Tada! Es ist alles irgendwie möglich. So. Zack. 1, 2. Das sieht doof aus. Da nach oben. Ein zu weit weg. Oh, ich bin da ja manchmal echt Friggelmeister, ne? Na komm. Ich bin da kleinkariert. Meine Güte. Unerträglich. So, so. Und dann von da ran. Und dann läuft das doch. So. Und wir haben mal eben verdoppelt. Sauber oder was? So gut. Machen wir das Ganze noch dicht. Diesmal setzen wir hier gleich Wände rum. Was soll der Geiz? Hier muss eh keiner mehr laufen. Warum darf ich das jetzt nicht? Grün drin ist es ja auch schon wieder so ein Abfuck, ne? Meine Güte. Da pickelt es mich gleich. Moment mal. Ist überall grün, das ist doch scheiße. Habe ich das so schön gemacht und das ist mir vorher nicht aufgefallen? Ehrlich?
Abfuck, ey. Okay. Ein Problem für die nächste Generation. Ich nicht. Ich baue jetzt hier mein Häusle rum. So. Welt kam ich mal. Na, das rauf da. Zack. Wow, ich habe kein Concrete mehr. Ich werde bekloppt. Aber hier einen schönen freien Laufweg, kann hier direkt rüberlaufen und bin dann direkt bei meinem Concrete. Da-da-da. Der auch ziemlich voll ist. Not bad. So. Zack, da eine Wand hin. Damit hier auch wieder zu ist. Dahin, dahin. Scheiße. So. Wieder eine Wand. Zack. Bleib doch. Wieso steht das? Achso. So, da ist Strom. Der hat keinen Strom. Der kriegt aber auch Strom. Und weiter geht's mit Wänden. Was? Keine Eisenstangen mehr. Eisenplatten. Ist ja wohl Eisen, nicht wahr? Dass der Junge auch nicht richtig gucken kann, da. Ist ein Unding. Völlig unvorbereitet. Der Bengel. So. Was hier aber ginge, wäre... Können wir ein schönes Tor hinmachen. Na, können wir natürlich nicht. Gut, dann eben nicht. Da liegt jetzt ein bisschen Scheiße rum. Halb so wild. Machen wir es halt so. Einmal so. Und einmal so. So. Zack. 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 Und hier können wir, glaube ich, ein flacheres Dach machen. Ah, nicht ganz. Schade. Das ist echt schade. Gibt es noch flachere Fundamente? Ich glaube, nee, es ist das dünnste, was ich aktuell habe. Da fehlt ein Müh. Schade. Nervt, aber hilft alles nichts. Müssen wir höher gehen. So, 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 so. Und der geht ruf. Klappe zu, Affe tot. Zack. Was ist das denn hier für eine Nummer? Scheiß Ding, Junge. So, so. So, so. Zack, zack, zack. So ein kleiner Nebenproduktionsarm. Bisschen fair. Zweigt, aber ich glaube, ich finde es trotzdem cool. Und jetzt sollte die Eisenstangenproduktion auch ordentlich nach oben gegangen sein. Schrauben laufen wie Hulle. Ich komme auch von oben, ne? Bin auch ein Idiot. Na egal, wir haben genug da. Ja, die gehen schnell raus und schnell rein. Was war das denn hier? Hä? Gut, ich denke nicht drüber nach. Alles cool. Alles cool. So, jetzt sollten hier aber ungefähr genauso viel reinkommen wie raus. Naja, annähernd. Aber hier steht eh aktuell. Warum steht das hier? Weil Schrauben fehlen. Okay. Ja. Okay. Nett. Ich habe noch nicht das gemacht, was ich machen wollte, aber manchmal ist, wie es ist, ne? So, wir haben schon die ersten modularen Rahmen. Die 50 brauchen wir auch gleich. Wie viele Rotoren haben wir hier? Schon wieder 82. Perfekt. Warum kann ich die nicht rüberholen?
Willst du mich verarschen? Ich hab da doch schon welche. So. Zack. Was ist das hier? Kupfererz am Arsch. Weg damit, weg damit, weg damit. Brauche ich es nicht. So. Und dann haben wir tatsächlich genug von allem. Um unseren kleinen Flieger loszuschicken. Der Shit hat auch nur 40 Minuten gedauert, mein Rumgeplänkel hier. Meine Fresse. Wisst ihr, da will man eine Sache machen und kommen wir schon wieder fünf Sachen dazwischen. Das ist doch kaum zu ertragen. Schwupp. Was ist das hier? Wollte mich rollen oder was? Soll ich das vergessen? Sagen, aber stehen beide. Ich habe gespeichert eigentlich. So. Dann wirst du einmal beladen hier. Zack, zack. Und gönn dir. Milestone reached. Steel production unlocked. Found grants access to new simple steel parts. An additional project part can now be constructed. Progress to the next phase is now possible. Ja. Schön. Jetzt können wir Stahl herstellen. Und ich würde sagen, das machen wir erstmal hier. Die Frage ist, wie stellt man Stahl her? Gießerei. Okay. Brauchen wir erstmal ein paar modulare Rahmen. Da hatten wir hinten noch ein paar. Da kommt der Flieger wieder. Dadurch, dass unser Ding hier immer höher wird, wirkt das so, als würde der immer niedriger fliegen. Total gut. Zack. Und zack. Also ich weiß noch nicht, ob ich es ordentlich finden soll oder nicht. Ist dein Problem? Schon wieder zu wenig Schrauben? Nee, du brauchst einen. Wow! Wo kommst du denn her, Alter? Assi! Hast du verdient, aber sowas von. Blöder Wichser. So, hier haben wir schon wieder 12. Können wir zumindest die Gießerei erstmal bauen. Und dann gucken wir mal gleich, wie das weitergeht mit dem Stahl. Eventuell müssen wir noch wieder ein bisschen Eisen rankarren. Das macht ja nichts. Und wahrscheinlich Kohle, oder? Ich meine, wir brauchen ein bisschen Hitze oben. Vermute einfach mal, da werden wir vorher noch was brauchen. Oh, der braucht schon mal zwei Sachen, okay. Auch ein bisschen Abstand, dass wir da eine Wand hinkriegen. Was brauchst du denn? Stahlbarren. Ja, wusste ich's doch. Eisen, Erz und Kohle. Ich vermute mal, daraus wird gleich Stahl. Ich glaube, das brauche ich doch nicht hier hoch. Das wird mir sonst zu viel Kuddelmuddel. Dann machen wir einfach eine neue Halle fertig. Denn ich vermute mal, dass ich auf Dauer recht viel Stahl auch ranholen werde. Zack. So, können wir hier neben der Halle bauen? Platz im Inventar, ja, ich kann hier erstmal roden. Die wird wohl ein bisschen höher ansetzen. Okay, ich habe Nüsse in der Hand, ist ja auch schön. Ich hätte aber gerne die hier. Was ein Scheiß. Das war dumm, 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 dumm. Zack. Oh, das war das Brett. Komm. Ich weiß nicht, ob ich hier auf Dauer den Überblick behalten werde. Meine Güte. Also gefühlt ist das Kuddelmuddel. Eigentlich brauche ich auch keine 200... Die tun es völlig. Schmeißen wir lieber den hier wieder an. Wow. Hui. Hui. Total geil. Ich stehe auf diesen Rutschscheiß. Hui. Na, aber auch nicht. Ach, das geht auch. Wie gut ist das? So, erstmal aufräumen hier. Erstmal Ordnung machen. In dem Laden. So, weg damit. Hier genauso. Weg damit.
Weg damit. Und weg damit. Ich finde es schön, dass er gleich alles so flächendeckend wegrodet. Und ich nicht noch jeden einzelnen Busch hier mitnehmen muss. So. Weg damit. Und du machst hier auch einen Abgang. So. Dann haben wir hier den kleinen Klotz. Und so viel höher ist das alles gar nicht. Wenn wir hier direkt weitermachen. Schnauze, du scheiß Kettensäge. So. Das war wohl nix. Ach, schon wieder so ein scheiß Felsklotz, ey. Ich hoffe, die kann ich irgendwann irgendwie wegsprengen, weil jetzt gehen die mir immer wieder, immer öfter hart auf den Puffer. Hier lassen wir uns wieder mal so ein Stückchen grün. So. Und da ist dann schon das Rohr im Weg. Was für eine Scheiße. Aber okay. Damit kann ich erstmal noch leben. Und dann fängt die Halle 2 dahinter an. Also da. Wir gucken einfach mal. Organisation. Nee, Wände. So, wir brauchen 2 Eingänge. Und dann ist hier dicht. Zack, 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 zack. Da führt erstmal noch eh kein Weg lang. Ist doch ein guter Anfang, oder was? So, Produktion. Dann kommt hier die Gießerei. Wir gucken erstmal, ob das alles so passt, wie ich mir das vorstelle. So. So. Du dahin, du dahin. So, dann kommt hier Stahl raus. Und wir gucken mal gerade den Konstruktor rein. Ob der da noch irgendwas anderes hat. Was ist das denn? Das war doch hier vorher nicht, oder was? Sam Erz? Hä? Was zur Hölle? Das geben wir gleich mal einen Analysator. Was zur Hölle ist das? Da bin ich neugierig. Da stelle ich gleich mal sämtliche Bemühungen ein. Naja, fast. Sag mal her hier. Kannst du nachher... Ja, der macht auch Stahlträger. Super. Schnauze, scheiß Kettensäge. So. Kommt da nämlich noch ein Konstruktor hinter. Den blanken Stahl werde ich wohl kaum so viel brauchen. Also ich schätze mal, dass ich eher mit Stahlbarren arbeite. So, hier. Da wollte ich hin. Wo ist mein Analysator? Was ist denn hier los? Raub! Wir wurden beraubt! Was ist denn jetzt? Tatsache. Die muss ich separat bauen? Was ist das für Schrott? Ist dieser Raum da ja total überflüssig. Was ist denn das für ein Tinnef, ey? Da ist nichts drin. So, komm her hier. Dann sieht das auch noch so doof aus. Naja, gut. Elektroschuh, okay. Hä? Nährstoffe. Muss ich das jetzt nochmal neu machen? Tatsache. Kann ich mehrere gleichzeitig machen? Nee. Das ist doch scheiße. Warum muss ich das jetzt alles nochmal machen? Das nervt ja Höllen. Na gut. Mehr wie so ein Tech-Tree aufgebaut, okay. Ja, scheiße, nur eins.
Solange meine Rezepte noch funzen, ist mir wurscht, aber... So, dann können wir das Sam-Aids jetzt hier trotzdem erstmal rüberpacken. Was auch immer ich damit jetzt anfangen soll. Gut, und ich stelle gerade fest, ich brauche Kabel. Ich habe eine Menge Scheiße hier drin, die ich gar nicht unbedingt brauche. Wir sortieren erstmal unser Inventar hier. Und dann müssen wir gucken, wo wir noch mehr Kohle herkriegen. Denn ich will tatsächlich von dem Förderband für die Kraftwerke eigentlich nichts abziehen. Das fände ich reichlich doof. So, da kommen die hin. Die kommen erstmal hier gestackt. Warum ich hier Kohle liegen habe, weiß der Geier. So, wir brauchen nicht mal annähernd so viel Rohre. Damit fängt's mal an. Der ist voll. Der ist auch voll. Ne, scheiß noch eins. Dann ist Pech. So. Da haben wir die Eisenplatten. Machen wir ab hier verstärkte Eisenplatten. Ich habe hier so viel Scheiße, die ich nicht brauche, ey. Was... Hier, weg. Weg. Ja, das brauchen wir nachher noch ein bisschen. Irgendwie müssen wir den Scheiße am Laufen halten. Holz werden wir auch noch brauchen. Weg. Stahlplatten. Gut. Das ist auch so viel. Einfach nur Müll drin, ey. Nur Müll. So, davon holen wir uns mal ein paar. Denn daraus machen wir gleich Kabel. Hatte ich nicht Kabel eigentlich auch schon automatisiert? Ich glaube, das machen wir auch gleich nochmal. Ich habe so viel Kupfer, ich weiß gar nicht, wo ich damit soll, ey. Ich meine, hier mache ich Rohre. Habe ich wahrscheinlich auch schon mehr als genug hier. Oder Kupferblech. So, hier ist doch eh ein Splitter. Der steht die meiste Zeit still. Dann machen wir doch hier eben nochmal... Ach ne, aus den Kabeln werden Rohre, ne? Ach ja, Markus ist leicht ablenkbar. Dann macht er erstmal das. Wo auch immer das Ding gerade gelandet ist. Dann müsste ich hier hinter nochmal, das nervt mich ja auch. Ja. Hm. Wie meinen das? Dass es nicht ganz behämmert aussieht. Ich glaube, ich weiß. So, 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 so. Und dann bauen wir hier gleich nochmal einen Konstruktor hin. Ich meine, die Kabel gehen ja wirklich schnell, ne? Aber warum soll ich mir das Leben so schwer machen? Ist ja total sinnfrei. Zack. Gehen die so schnell? Ja, geht so. Ich halte das für sinnvoller, das jetzt zu automatisieren. Und dann haben wir von allem irgendwie mal eine. Ja, komm, wir machen gleich runter, fertig. Was soll der Geiz? Bevor wir zur nächsten Textstufe gehen und ich mich dann jedes Mal ärgere, dass ich hier Kabel machen muss. Unnötigerweise. Ich meine, da wird jetzt nichts drunter leiden. Ich brauche nicht so viele Rohre und ich brauche nicht so viel Kabel. Also ich brauche schon viele Kabel, aber ich habe auch Unmengen davon. So. Immer einen dazwischen frei. Falls wir da irgendwann mal eine Dings drüber bauen wollen, eine Überdachung. Machen wir gleich so. So, machen wir hier nochmal einen Splitter. Was ist denn hier los? Logistik, Förderband Splitter. Von da kommt's rein, nach da geht's raus. Dann kann das wieder weg. Zack, zack. Läuft das noch? Ne, das läuft nicht mehr. Das ist echt meine Fresse, ey. Es war genau drauf, kann mir keiner erzählen.
Aber gut. So, jetzt sollte das hier rüberlaufen. Und du machst bitte Kabel. So. Und dann legen wir hier fix ein Fundament rum. Jetzt habe ich keinen Beton mehr. Meine Güte. Muss das denn sein? Also die Erzquelle hier ist echt ergiebig. Meine Fresse. Die haut ordentlich was raus. Zack, zack, zack. Ja, wenn man mal wieder ein bisschen neu anbaut, ne? Kommt hier sehr schnell sehr viel dazu. So, und ich glaube, bei Zeiten werde ich dann mal unsere Kupferstätte hier überdachen. Ist mir das so recht? Ja, komm. Also Kupfer ist eh hier so ein bisschen verwinkelt überall. Ich glaube, ich habe damit nicht mal ein Problem. Organisation, Lagercontainer. Mein kleiner Monk in mir macht das mit. So, gut. Mein persönlicher kleiner Monk. Der kleine Monk ist gar nicht mal so klein. So. Von da nach da, von da nach da, von da nach da. Und dann haben wir immer noch keine Kabel, weil wir noch Strom brauchen. Komm, zack. Und jetzt haben wir Kabel en masse. Sehr gut. Hier gehen zwar weniger rein, aber das ist kein Weltuntergang. Kupfer haben wir immer noch die gleiche Menge. Die... Was ist das? Der Schmelzofen haut da ordentlich was raus. Und dann sieht das schon mal gut aus. Dann können wir wieder zum eigentlichen Plan übergehen. Nachdem Markus wieder mal leicht ablenkbar war. Dim, 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 dim. Wir füllen wieder auf. Wo ist denn hier jetzt? Mach mal so. So. Kabel genug. Von dem auch genug. So. Was brauchen wir für einen Konstruktor noch? Da haben wir alles. Inklusive schweren Eisenplatten. Kommt der jetzt da hinten hin? Von den Dingern habe ich auch viele, ey. Meine Fresse. Das finde ich hier so süß. Voll geil. So. Zack. So, da ist dann eine Höhe. Das darf dann von mir aus auch so bleiben, wenn ihr das so komisch ausspuckt. Und dann, wie machen wir das mit dem Lager? Wo setzen wir das ran? Führe ich das jetzt bis nach hinten durch? Ist eigentlich auch Blödsinn, oder? Ja, ist totaler Blödsinn. Macht überhaupt keinen Sinn. So, in jedem Fall machst du daraus Stahlträger. Und irgendwann brauche ich dann wohl auch die Stahlrohre. Du machst Stahlbarren. Bekommst das von da, sehr schön. Das kann hier eigentlich jetzt mal weg. Wir haben ja hier unseren Ansatz. Ja, was soll der Geiz? Das kommt dann einfach hier hin. So, bis hier. Dann bauen wir hier gleich Weg lang, dann sind wir auch hier hin. Zack. So. Das ist das Shiggy. Und... Logistik? Nein. Organisation, da müsste er sein. Lagercontainer. Und den dann bitte passe ich daran. Zack. Denn vorerst endet die Produktion hier. So. Das braucht dann irgendwann noch Strom. Soweit sind wir noch nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, wo das zum einen Eisenerz. War doch Eisenerz, oder? Ja, Eisenerz und Kohle herbekommt. Wie gesagt, die Kohle für die Kraftwerke bleibt die eine. Da werde ich keine zweite ran schaffen.
Ums Verrecken nicht. Es wird hier langsam ganz schön voll. Meine Fresse. Gucken wir doch mal. Wo ist denn der Scanner? Der war... C? Nee. V. Ein bisschen Eisenerz brauchen wir dann ja auch wieder. Oha. 555 Meter. Wie voll ist mein Inventar? Sehr voll. Wie weit ist das weg? 1200. Okay. Dann holen wir wohl 555 Meter. Habe ich genug Eisenplatten und so? Habe ich genug Concrete? Ja. Eisenrohr habe ich auch bis zum Umfallen. Na, lass mal schön an, mein Freund. Na, das wird ja wieder mal ein Klamauk. Sei jetzt nicht, das ist da oben. Uah! Alter. Oh, was haben wir denn hier? Dann haben wir nochmal Kalkstein und ich meine das Kupfer. Noch 300 Meter. Boah, so weit ist er doch nicht weg. Oh, was das denn geil ist. Hier ist Shiggy. Wo nochmal? Sag mal, Pling. Da ist der coole Kumpel. Ist doch garantiert da genau in der Mitte. Würde ich drauf wetten. Wenn ich hier jetzt außen rum renne, bin ich zu weit. Da würde ich doch drauf wetten, ey. Dafür brauche ich dann erstmal eine Schusswaffe. Oh, ich komme näher noch. Bling. Oh, da laufe ich direkt drauf zu. Das könnte doch daneben sein. Das ist hier. Ah. Wer sieht da oben drauf? Ach komm. Doch, da oben drauf. Ja, moin. Wer schnarcht denn hier? Erstmal will ich das hier haben. Wow, das war knapp. Komm her. Jetzt fall um, ey. So. Das ist noch einer. So, das hat sich auch erledigt. Hör ich hier noch was? Ja. Oh, ich kann. Ach, guck mal hier. Speckpilz. Oh, was ist das denn? Achso. Ja, die kennen wir doch schon. Das sind doch hier. Das sind eklige Bienenviecher. Die will ich nicht. Hau ab. Rück mir vom Leib. So. Wir waren aber gerade dabei, Kohle zu suchen. 84 Meter. Das ist da oben. Leck mich doch fett, ey. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht, Tiddlim. Doch, hier kommen wir. Oh, nö. Ja, diese Ekelbienen. Haut ab. Haut ab. Ich kenne euch noch. Meins. Piep, piep. Der ist hin. Na, Platz endlich. Wo ist er? Komm. Ach, stirb doch gleich. So. Na, das haben wir schon mal geschafft. So, hier nach oben. Ach, komm schon. Ehrlich. Fixit sollte mir ein Jetpack geben. Verdammte Scheiße. So, Speckpilz. Was wir machen können, ist, wir können uns hier einfach hochbauen. Ne? Bring hier mal ein bisschen Zivilisation in die Hütte. Kann es nicht weitergehen. Damit fangen wir an, indem wir erstmal eine Rampe bauen. Zack. So, da nach oben. Ich meine, das Fließband muss eh nachher irgendwie runter. Dann können wir auch gleich anfangen. Zack. 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 Ich hoffe, das reicht vom Abstand her. Könnte fast eng werden, ne? Zack. Was sagt mein Augenmaß? Ich habe Zweifel. Ich habe immer noch Zweifel.
sind echt nur ein paar Meter, ne? Scheiße, noch eins. Shit, piss, fuck. Das ist da oben. Da oben ist es. Okay. Kommando zurück. Und irgendwas will mich doch hier schon wieder angreifen. Ah, nein. Das war knapp. Ich bin fast den Boden unter den Füßen weg. Radiert. So. Da oben ist es. Das macht das Ganze, glaube ich, sogar ein bisschen einfacher. So, wir müssen nachher... Ja, dahin. Ja, da oben. Und hier geht es auch noch bergab. Das ist ja mal schöner Scheiß. Also nochmal. Diesmal ein bisschen weiter weg. So. 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 Und bei meinem Glück erwartet mich da vorne irgendein Scheiß. So. 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 Na, läuft doch hier, oder was? Zack. Zack. Das ist wie gewollt. Ganz eindeutig. Zack, und dann sind wir oben. Ups. Jetzt wird das hier auch noch dunkel. Wow, wo kommt das her? Wow, oh, oh, oh. Da, ah, da habe ich gerade die Kettensäge im Inventar. Ja, wir probieren erstmal ein bisschen was. Gute Idee, Markus. Geh gut gestärkt in den Kampf. So. Du Homunculus. Na, das. Dann haben wir dich. Oh, da ist noch einer. Und da ist noch irgendwo einer. Gut, dass der da so ein bisschen reingebackt ist. Du auch noch, ja? Wow. Erstmal wieder ein bisschen auffrulotten hier. So. Komm her, du Sau. Zack. Alle gelegt. Läuft. So. Wo ist denn jetzt hier die Kohle? Wir stehen quasi drauf. Kann ich direkt eine Mine draufsetzen. Herrlich. Machen wir doch. Zack. Produktion. Meiner Mark One. Was fehlt mir denn da jetzt? Ach, scheiße. Ausrüstungswerkstatt. Gib mir mal hier so ein Mobile-Ding. Naja, kein Platz für. Fräse ich halt eine Beere. Ja, genauso wollte ich das spielen. Ganz genau so. Zack. So, und nochmal. Fertig. Was ist jetzt da? Also, Gott. Das Ding kommt wieder weg. Ach komm schon. So, dann meiner Mark One. Zack. Wo ist hier die Mitte? Stehe ich in der Mitte? Boah, so ziemlich, ne? Ach, dass das nicht so ganz genau sein kann, ne? Nervt ein bisschen, aber okay. So, bevor ich nachher das Problem habe, dass die irgendwie respawnen, denn unsere Zeit ist schon wieder rum, bauen wir den hier gleich ran. Samt Kabel. Und dann ziehen wir das mal so weit runter, wie es geht. Rödel, 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 rödel. Ja, hab ich fast gedacht. So. Und dann nochmal runter. Ja. Das ist dann nun mal so. Zack. Wie lange kriegen wir dich? Du gehst bis ganz unten. Sehr schön. So. Selbst wenn irgendwas sein sollte, müssen wir dann nämlich... Da ist er schon wieder... Ach so, er ist das. Alter. Erschreckt mich nicht so.
Und dann haben wir schon wieder ein ähnliches Ende. Nämlich, wir haben irgendwo ein Kohlekraftwerk hingestellt. Das ziemlich affig aussieht, ehrlicherweise, aber gut. Manchmal ist das so. Und müssen wieder mal die Ressourcen zurück nach Hause führen. Also man denkt immer 500 Meter so weit, ne? Aber irgendwie hält sich das in Grenzen. Das ist doch ein schöner Abschluss von hier oben, oder? Zack. Mit Blick in den Krater. Da würde ich immer noch ganz gerne bauen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das dicke Ding da unten tot kriegen soll. Scheiß noch eins. Aber da hinten ist unsere Fabrik. Machen wir hier weg. Für den Ausblick genießen können. Das sieht auch sehr interessant aus. Oh, da ist noch eine Schnecke. Die holen wir uns auch noch. Kommen wir da überhaupt rüber? Ja. Hallo Schnecke. Du bist mir. Oh, da schießt einer auf mich. Das finde ich nett. Sag ich doch. Wo ist er? Wo bist du Schwein? Komm. Ich brauche eh eine Schnecke zum Analysieren. Ach, scheiße. Egal. Wenn er mir nichts will, finde ich das auch nicht schade. Da hinten ist noch eine Schnecke. Oh, sie sind überall. Alles voller Schnecken. So. Ne, dann müssen wir da hinten hin zurück. Na gut, kriegen wir da auch noch einen oder was. Ne, nicht mehr heute. Eine Stunde 10 sind rum. Ratzfatz. Wieder einmal. Und damit wird es für mich mal wieder Zeit, mich zu verabschieden. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Hoffe, ihr hattet wieder mal ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Lasst am allerliebsten einen Kommentar da, immer noch tatsächlich. Ne, können wir ein bisschen quatschen. Ist nun mal mein Job zu quatschen. Und hey, man sucht sich keinen Job, in dem man quatschen muss, wenn man nicht gern quatscht. Ne, und ich bin ja der Klugscheißer vor dem Herrn, von daher Kommentare. Gebt mir hart. Und ja, freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Satisfactory. Und bleibt für mich nur zu sagen, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Ne? Lasst Corona keine Chance. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertoltzon.